Ich begrüße euch zu einer Folge Phoenix Wright Ace Attorney. Im letzten Part haben wir hier irgendwas gemacht. Ich habe keine Ahnung mehr, was, wie, wo, wann, wer, weshalb. Ja, ich würde sagen, haben wir schon mit dir geredet. Ich soll machen was Neues, okay. Was den Mann angeht, der mit ihnen auf dem Hotelzimmer war, können Sie mir etwas über ihn sagen? Wo ist er? Von mir erfahren Sie nichts. Hören Sie, er steht unter Mordverdacht. Sie wollen ihn doch nicht etwa decken. Hätten Sie die verstorbene Frau Fay in die Polizei verraten? Nein. Sehen Sie? Verdammt. Vielleicht, wenn ich etwas hätte, das sie zum Reden brächte. Ja, das ist ja das Bild, oder nicht? Oder die Erklärung da. Ja, die Erklärung, glaube ich. Deswegen präsentieren wir die einfach mal. Würden Sie sich das bitte mal ansehen? Was ist das? Die Erklärung des Pagen. Er hat uns alles erzählt, was er gesehen hat. Und, okay. Er erzählte mir von dem Mann, der mit ihnen eincheckte. Er sagte uns, wer es war. Jetzt komme ich voran. Jetzt habe ich sie. Alles war nichts. Zeit für ein kleines Täuschungsmanöver. Zwecklos sich dumm zu stellen. Wenn das überhaupt Verstellung ist. Wenn sie nicht reden, spiele ich das Foto der Presse zu. Was? Auch wenn er nur Zeuge eines Mordes geworden ist. Er ist untergetaucht. Ich bin mir sicher, dass die Presse ihn in der Luft zerreißen würde, bei dem Ruf. Na gut, ich werde reden. Sie haben gewonnen, Herr Anwalt. Ja, Mann, das fühlt sich gut an. Das Leben kann so schön sein. Warum schlagen Sie wie wild Löcher in die Luft. Nun, erzählen Sie mir von dem Mann, mit dem Sie in dem Hotel waren. Dieser Mann, er ist mein Chef. Red White, Präsident des Informationsdienstleisters, okay, also jemand, der Informationen bringt und sowas. Pluckorp. Red White. Informationsdienstleister, was ein Wort. Nun, ich denke, man könnte sie auch als Detektivagentur bezeichnen. Das war also der Mann, der in der Nacht des Mordes bei ihnen war. Ich habe Angst zu reden. Ich will nicht enden wie Sie. Das ist in Ordnung. Ich werde Herr White persönlich befragen. Können Sie mir sagen, wo ich Pluckorp finden kann? Herr Red White, endlich. Endlich habe ich die Spur zu diesem Typen aufgenommen. Wenn April Miles nicht getan haben kann, dann bleibt nur noch er als Täter übrig. Es ist an der Zeit, etwas zu unternehmen. Ja, okay. Oh, was ist das hier? Ach so, okay. Ich dachte aber, es aussieht wie die Erklärung des Pagen, deswegen dachte ich jetzt, egal, okay. Ja, Lab zu Pluckorp, würde ich sagen. 7. September, Pluckorp Inc., Büro des CEO. Was soll diese surreale Ausstattung? Willkommen! Würden Sie mir bitte Ihren personenzugehörigen Titel nennen? Was zum... Ihren Namen, wie heißen Sie? Ich habe erkundigungshalber nach Ihrem Titel gefragt. Wright. Phoenix Wright. Erkundigungshalber? Herr Wright, richtig. Okay, verstehe. Prächtig. Vielleicht habe ich Sie ein wenig mit meinem gigantösen Vokabular eingeschüchtert. Oder mit was anderem Großen. Was hat der für ein Problem? Ich bin Red White, CEO von Pluckorp. Sie wissen... Corporate Expansion Official. Meine geschäftlichen Unterfangen eröffnen mir Kontakte zur Elite der Elite. Deswegen bin ich es nicht gewohnt, mit verbal Eingeschränkten zu sprechen. Was für ein Spinner. Lassen Sie mich raten. Sie sind ein Anwalt, der gerade mit dem Studium fertig ist. Das ist die einzige Erklärung, warum Sie einfach so ankommen, um mich zu treffen. Was meint er denn damit? Egal. Also, was möchte ein so mächtiger Anwalt von einem Mann wie mir? Schande, die Arroganz dieses Typen sprengt ja jedes Maß.
Ja, Phoenix, da hast du recht. Der ist echt ziemlich arrogant. Reden wir mit ihm. Frau Mai. Frau Mai ist eine Mitarbeiterin vom Pluquorp, nicht wahr? Korrekt! Sie war meine Sekretärin. Es war ein Schock zu hören, was sie getan hat. Was sie getan hat? Sie meinen die Wanze? Genau! Sie wird dafür bezahlt, ans Telefon zu gehen und nicht fürs Abhören. Teil ihrer Aufgaben ist es, Informationen zu sammeln. Aber ich versichere Ihnen, dass wir nichts Illegales dulden. Ja, genau. Es ist unsäglich, dass sie das getan hat. Klingt so, als möchte ja Frau Mai zum Sündenbock machen. Waren Sie in der Nacht des Mordes im Hotelzimmer von April Mai? Wer weiß, ich achte nur selten auf triviale Details wie Ort und Zeit. Mein Motto lautet, sorg dich nicht, sei glücklich. Dennoch, Herr Weiss, der Hotelpage hat ausgesagt, dass er sich eindeutig an sie erinnert. Egal, der Page kann sagen, was er will. Ich werde nicht mit ihm reden. Wenn Sie mit mir reden möchten, dann rufen Sie mich in den Zeugenstand. Obwohl ich bezweifle, dass Sie dazu in der Lage wären. Er bringt ja eigentlich eine gute Frage auf. Warum hat die Anklage ihn nicht als Zeuge aufgerufen? Er hätte dasselbe sehen müssen wie April Mai. Ohoho, die Polizei, die Gerichte. Sie sind für mich Spielzeuge. Sie dienen nur meiner Unterhaltung. Aha. Okay. Was für eine Firma ist Pluquorp eigentlich? Oh, ausgezeichnete Frage. Wir kaufen und verkaufen diverse Informationen. Wir sind ein Unternehmen der Zukunft. Man könnte sagen, wir sind die Zukunft. Informationen verkaufen. In nur 10 Jahren habe ich dieses Unternehmen zu diesem großartigen Büro aufgebaut. Ach, falls Sie sich gefragt haben, wurde Pluquorp nach der Farbe Blau benannt. Ist nicht wahr! Ich, Red White von Pluquorp, wow, so viele Farben, habe sie als Gründer und CEO so genannt. Und warum? Natürlich, weil ich die Farbe Blau mag. Mit lila Haaren und pinken Anzug und, ja, okay. Fantabulös, nicht wahr? Ja. Es gibt etwas, das mich beschäftigt. Ja, was sollte das denn sein? Das große Bild an der Wand. Das habe ich schon mal gesehen. Wissen Sie, ich habe das tatsächlich schon mal gesehen. Ach ja. Erst gestern, genau zu sein. Und was wollen Sie damit sagen? Es ist ganz einfach. Das heißt, meine Frage ist einfach. Warum hängt dieses Bild auf Ihrer Wand? Herr Wrong. Richtig? Haha, es ist falsch. Wrong. Oh. Right. Es scheint mir, dass Sie Ihre Position hier nicht verstehen. Nochmal. Wer sind Sie? Ein Anwalt? Nein, mein schwacher Freund. Bloß ein Anwalt. Nichts wert. Nullinger. Nicht. Nada. Genau diese Karikatur von Anwalt. Crudy Bircher. Was? Er hat mich geschlagen. Und nun, Herr Rechtsanwalt, verklagen Sie mich jetzt etwa wegen Körperverletzung? Nur zu, ich freue mich drauf, dann wird sie schuldig sprechen. Was? Beachten Sie meine Darlegung, die Polizei, die Gerichte, sie hören alle auf mich. Wie Sie meinen. Aber ich frage mich, ob diese Art der Kontrollen wirklich möglich ist. Ich erwarte nicht, dass Sie das kapieren. Diese Welt liegt jenseits Ihres Intellekts. Ich nehme an, Sie kommen von Crudy Bircher, richtig? Herr Großberg, ja. Dann müssen Sie ihn fragen, warum hängt dieses Bild von ihm hier? Vielleicht wird er es Ihnen dann sagen. Vielleicht wird er erklären, wie man nur für persönlichen Profit leben kann. Geh jetzt, verzieh dich. Mehr gibt es nicht zu bereden. Wow, was ein arrogantes Stück Scheiße hat's anzeigen.
direkt unsympathisch von der ersten Minute an. Nanu, ich glaube nicht, dass er bemerkt hat, dass ich hier stehe. Vielleicht sollte ich mich räuspern. Gütiger Himmel! Ach, Sie sind's! Was gibt es? Sie sahen so versunken aus, wie ein alter Mann am Ende seiner Tage. Ich bin noch nicht so senil. Ich dachte nur über diese schöne Masse nach. Irgendwas beschäftigt ihn. Wirklich, so viel ist sicher. Sie wollten sich also den Prozess ansehen? Ja, genau das wollte ich. Letzte Nacht hat mich etwas so sehr beschäftigt, dass ich nicht schlafen konnte. Tatsächlich, das war es. Nun sehen Sie, es war Mias Schwester, das arme Mädchen. Mein Junge, ich schulde Ihnen meinen aufrichtigen Dank. Ich wüsste nicht, was ich getan hätte, wenn die Sache schlecht gelaufen wäre. Ich habe Sie ja schon mal gefragt, aber warum haben Sie es abgelehnt, Sie zu verteidigen? Ich denke, ich habe ein Recht, das zu erfahren. Ein Recht, Herr Wright? Nein, tut mir leid. Ich brauche einfach mehr Zeit, um mir das zu überlegen, Junge. Ihn scheint irgendwas zu beunruhigen. Langsam habe ich das Gefühl, zu wissen, worum es geht. Also, ich habe Blukorb einen Besuch abgestattet. Ja? Oh, ich verstehe. Herr Großberg, ich muss zugeben, mir ließ etwas keine Ruhe. Ach ja, was denn? Nun raus damit, Junge! Verstehen Sie, es ist... Herr Großberg, genau dort hing neulich ein riesiges Bild, nicht wahr? Das, von dem Sie sich nicht trennen wollten. Nun, ich habe gesehen... ich habe es gesehen. Heute. Es hing bei Bluecorp im Büro des CEO, im Büro von Red Wright. Es ist Ihnen also aufgefallen. Davon hätte ich wohl ausgehen müssen. Schließlich ist es ein großes Bild. Herr Großberg, ich weiß, Sie und Herr Wright stehen irgendwie in Verbindung. In Verbindung, sagen Sie? Ja, und ich weiß auch, welcher. Das ist es bestimmt. Herr Wright hat etwas gegen Sie und in der Hand, nicht wahr? Erpressung. Ich denke, das Bild ist ein ziemlich klarer Beweis. Nun gut, das könnte die heißeste in der Chance sein. Vielleicht sollte ich es endlos werden, dann würde ich endlich wieder ruhig schlafen können. Schließlich waren Sie mir Stellvertreter. War es vielleicht Schicksal? Wovon redet er? Red Wright verdient sein Geld damit, dass er andere Reiche statt. Blukorb ist eine Firma, die darauf spezialisiert ist, Schwächen anderer zu finden. Ich zahle jetzt schon seit 15 Jahren an Sie. 15 Jahre? Alles wegen des Falls DL6, was Sie vielleicht schon gedacht haben. Der Name auf der Rückseite dieser Fotos. Wie Sie vermutet haben, konnte ich Maya aus diesem Grund nicht verteidigen. Wright hätte mich sonst zerstört. Das ist also die Verbindung. Aha. Es fällt mir schwer, Ihnen das zu erzählen, mein Junge. Aber Red Wright zu verhaften wird nahezu unmöglich sein. Unmöglich? Warum? Er besitzt Informationen über alles und jeden. Dort hat er alles fest im Griff. Ihm gehören Richter, Anwälte, Staatsanwälte, Polizisten und Politiker. Was? Wir sind in die Hände gebunden. Sie können sich selbst und so auch ihm nicht schaden. Schauen Sie mich nicht so an. Was Sie sehen, ist die Last 4 Jahre. Worum geht's im Fall DL6? DL6 ist nur das Aktenzeichen der Polizei für diesen Fall. Es geschah vor 15 Jahren. Ich erhielt eine Anfrage von einem Medium, einem Geistmedium. Einem Medium? Ihr Name war Misty Fay. Fay? In der Tat, es war Mias Mutter. Sie untersuchte einen Mord im Auftrag der Polizei. Und sie scheiterte. Die Polizei bezeichnete sie daraufhin als Betrügerin. Davon hat Maya neulich gesprochen. Ich habe alles für sie getan. Schließlich wurde ja nichts mehr vorgeworfen. Jener Mordfall wurde jedoch bis heute nicht aufgeklärt. 15 Jahre lang nicht. Dieser Fall ist der Fall DL6. Aber warum wurden sie deshalb erpresst, Herr Großberg? Der Fall DL6 war damals streng geheim.
Das war richtig. Die Polizei wollte nicht, dass jemand vom Einsatz des Mediums erfuhr. Sie konnten es niemandem wirklich wissen lassen. Aber jemand fand es heraus. Ich habe es ihm gesagt. Sie haben es White gesagt? Wer bot mir Reichtum an? Heute ist mir das nur noch peinlich. Weil ich geredet hatte, wurde die Polizei weit und breit verspottet. Im Geheimen suchten sie nach dem Verräter. Natürlich erfuhr White davon und er kam zu mir. Nur diesmal war das Angebot Erpressung. Verstehe. White lenkt das Gesetz in dieses Landes, wie es ihm beliebt. Wenn sie doch noch herausfordern würden, nehmen sie Mias Büro genau unter die Lupe. Mias Büro? Sie hat jahrelang all seine Bewegungen verfolgt. Vielleicht hat sie etwas gefunden und dokumentiert. Ja, stimmt, weil am Anfang hat man ja gesehen, dass Herr White die Dokumente wollte. Ja, nein, ich bin dumm. Das wollte ich nicht. So. Es ist seltsam hier zu sein, dieser Raum scheint so normal. Schwer vorzustellen, dass hier ein Mord geschehen ist. Herr Großberg sagte, dass es hier noch Hinweise gebe. Vielleicht soll ich nochmal nachsehen. Jo. Dann tun wir das. Ich versage die Akten einfach untersuchen. All die Fälle, an denen die Chefin gearbeitet hat, sind hier archiviert. Sie sind in alphabetischer Reihenfolge. Dann wollen wir mal sehen. Welche Akten soll ich mir denn anschauen? Na, DL6, das soll es von A bis I sein. Mal sehen, ob hier ein Fall ist, der mir weiterhilft. ABF Misty Faye, das ist Mia und Mayas Mutter. Soll ich da wirklich hineinschauen? Ja. Ich habe den Namen Faye verschmutzt. Mit diesen Worten verschwand meine Mutter. Ich wollte diejenige finden, diejenigen finden, die meine Mutter zu diesen Worten getrieben haben. Mit der Gabe unserer Familie bin ich mit den Toten in Kontakt getreten. Schließlich erschienen mir die Namen zweier Männer. Einer war Herr Großberg, ein Anwalt, der sein Wissen über meine Mutter teuer verkaufte. Der andere war derjenige, der dieses Wissen an die Presse verkaufte. Dieser Parasit, dessen Vermögen auf Drohungen und Erpressungen basierte. Sein Name ist... Die Akte endet hier. Also, kannte Mia Großberg. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns die anderen Akten an. Hey, was? Ich hab doch gerade... Aha, okay, muss dann bestimmt einen Teil angucken. J bis S mal sehen. J bis S. Nichts Besonderes hier drin. Vielleicht soll ich einige Fälle mal überfliegen. Ja, mach mal. Naja, es kann ja nicht schaden, ein bisschen herumzublättern. Der größte Batzen steht im Buchstaben S. Selbstmord? Oha. Sie hat eine Sammlung von Selbstmordberichten. Wir sind Politiker, Polizisten. Auf den meisten sind noch Bleistiftnotizen. White, das ist Mias Handschrift. Moment, ich hab's. Mia dachte, er wäre in dieser Selbstmordung verwickelt. White rief sie alle in den... Ich kann diese Zeitung zum Schluss verwenden. Welcher ist denn hier der aufführendste? Okay. Gucken wir uns dann gleich mal an, aber ich will noch die Akten, die letzten Akten überprüfen. Oh, Phoenix, please. Jetzt. Ist das denn ernst? Wieso geht das nicht? Sind es doch die hier? Okay, da schreit doch jetzt. Bist du mit dumm oder so? Bist du blöd, Phoenix? Schalt halt das Regal irgendwie. Jetzt. Also war es die ganze das Regal, okay. T, U, ich weiß. W, White. Der gesamte Buchstabe W fehlt. Hat jemand die Akten entfernt?